Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, willkommen zu einer Runde Railroader. Wir sind hier im wunderbaren Grün von Parsons Tannery. Und ich muss mal schauen, was wir beim letzten Mal alles gemacht haben, weil es schon wieder eine Woche her ist. Ich in der Zwischenzeit ein anderes Spiel angefangen habe, weil ich es einfach nicht aushalten konnte bis heute. Aber dummerweise natürlich auf Stream, weil ich nur kurzzeitig, immer wieder kurzzeitig Zeit hatte zu spielen. Und derweil sich einfach kein Stream lohnt für 2-3 Minuten. Ihr kennt das. So, dieser Zug hat einen Switch against. Stehst du rum? Du stehst hier in Nvidia. Wir haben hier aber keinen Zug, der vorbeifährt. Okay. Kannst du ja weiterfahren. Der Zug hat darauf gewartet, dass der Zug hier vorbeifährt, wa? Ja, der fährt in die Richtung. Bei der Gelegenheit hätte ich auch gleich mal schauen können. Das passt alles. Was ist denn hier wieder? Ja. Du warst die Atlantic. Wo stehst du rum? Ach ja, genau. Du willst hier da vorne die 2 Waggons abladen. Na komm. Lass mal dich mal ein paar Meter weiter vorfahren. Dann können wir das nämlich da reinstecken. Die Waggons natürlich. So, und du stehst hier auf Halt, weil hier noch 2 Gramm Holz auf dem Ding sind. Na ja, gut, 3,3 Tonnen, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Und dann lassen wir die Bahn jetzt, also die Bahn, den Zug jetzt ganz kurz nach vorne fahren und dann kümmern wir uns ums Einparken manuell. Ja, ich sehe, da habe ich noch ein paar mehr, die da hinten, die ein Stück weiter müssen. Ich erinnere mich, ich habe den ganzen Kram, der hier hin sollte, einfach verplant. So, ich würde dich gerne selecten. Auf Manual stellen. Stellen wir ganz kurz hier die Weiche. Normalerweise sollte die andere Lok die Sachen dann quasi hin und her schaufeln. Aber ich habe das Gefühl, dass ich das jetzt einfach mit der Lok hier machen werde. Oder mache ich das? Ich bin mir nicht sicher. Die beiden kommen auf jeden Fall da hinten irgendwo hin, okay. So. Rollen lassen ist eine so schöne Sache. Das kann man öfters tun. So, die lasse ich jetzt einfach gegen die Waggons da rollen. Derweil Silver 1 ist mittlerweile so weit, dass sie neu laden kann. Kann ich dich auch manuell fahren? Das macht auch viel mehr Spaß, sie manuell zu fahren.
Und dann können wir mit dieser Lok hingehen und die Waggons hier schon mal zusammensammeln. Dann kann die Atlantic die nämlich wieder mit zurücknehmen. So, wo ist der Weichenpaar? Hier ist der Weiche. Der Weiche. Der Weiche wird nie müde. Oder so ähnlich. Außer im Winter, da wird der Weiche schon müde. Und bewegt sich nicht so schnell. Und Chuchu, Draid, sei gegrüßt. Ich hoffe, es geht dir gut. Du hattest einen angenehmen Tag. Und ein angenehmes Ostern. Schön, dass du da bist. Auch wenn wir uns gestern gehört haben. Jetzt holen wir noch die Waggons damit ab. Dann haben wir sie nämlich am Stück. Ja, der Passagierzug ist in Eda. Was mir... Ach ja, ich habe schon gecheckt, wie die Treibstoffversorgung von dem Passagierzug ist und die war in Ordnung. Wie sieht es aber eigentlich mit meinen Finanzen aus? Ich habe stehen 29.000 in der Kreide und habe noch 900 Finanzen. Es ist nicht sehr viel. Und rums. Nein, da fehlt noch ein Stück. Jetzt aber rums. Gut, dann kann ich dir jetzt einfach mal sagen, fahr gemütlich vorwärts. Die Weichen hier könnte ich vielleicht noch stellen. Hier packen wir mal eine Fusee rein, damit er nicht zu weit fährt. Schauen wir wieder hier hin. Diese Waggons sollen ja vorwärts gefahren werden. Oh nein. So, so ist richtig. Die Weiche hatte ich ja schon gestellt. Was das hier auch immer gerade war. Ein Dampf. Viel Dampf. Ich glaube, hier kommt eine der Kohlewagen hin. Ich halte den Zug mal hier an, weil im schlimmsten Fall können wir den da noch mit einreihen. Und ich glaube, hier können wir dann auch den anderen Zug vorbeileiten. Wir machen das lieber hier. Ich glaube, hier ist der Tausch besser. Von Platz her. Wobei, so lang ist der Zug doch gar nicht. Nee, so lang ist der Zug gar nicht. Ich habe ihn mir länger vorgestellt. In der Fantasie ist er immer länger. Was? Ich habe nichts gesagt. So, damit kommt der hier vorbei bis da vorne. Wir haben hier den anderen Zug, der ebenfalls vorbeikommt. Bedeutet aber, wir können mal kurz hier hinspringen, diese Weiche wieder stellen. Dann kommt nämlich die Pacific vorbei. Du stehst da oben und wartest. Du bist eine der Vidyas. Der eine steht hier und wartet. Ist in Ordnung. Die Vidya 2 steht hier und wartet, dass die beiden hier auch fertig werden. Die Pacific, die schon weit hinaus ist, hätte den Kram nicht mitnehmen können. Na gut, dann halt nicht. Du stehst hier und wartest, dass du lädst. Okay. Dann sind wir ja safe. Kann ich das Ding ja nicht vergrößern? Schade nicht. Entwickler, Feature-Wunsch, dieses Fenster vergrößern. Danke.
Kamotto für Stardom. Silberbett, der interessante Part. Wie sieht es eigentlich hier in der Interchange aus? Wie voll ist das hier? Das ist ja super easy. Ja dann. Da ist ja quasi nichts los. Da müssen wir jetzt tatsächlich warten, bis die Züge da sind, wo sie hingehören. Okay. Der andere müsste hier hinten irgendwo, da kommt er. Derweil nehme ich mal einen guten Schluck aus meinem Glas Wasser. Was mir übrigens heute aufgefallen ist, nachdem heute der 1. April ist, Ende des Monats kommt Manor Lords in den Early Access. Da freue ich mich auch schon drauf. Bis dahin möchte ich Railroader tatsächlich ein wenig weiter durchgespielt haben. Beziehungsweise halt, soweit es geht halt. Im Zweifel behaupte ich mal, müssen wir Manor Lords leider ein paar Tage verschieben. Aber ich würde gerne Railroader, die ganzen Meilensteine, die da doch noch ein paar sind, bis dahin durchgespielt haben. Adds to storage tracks behind Dillsborough Yard 20 cars. Der ist neu. Der ist tatsächlich neu. Ich gehe mal ganz kurz hier rüber nach Dillsborough. Es gab ja zwischenzeitlich ein paar Updates. Das hier müssten dann die Dillsborough Storage Yards sein. So kenne ich es tatsächlich. Oh, und hier kommen dann die Storage Parts Dings rein. Das ist ja lustig, das mag ich. Und wieder ein Meilenstein abgeschlossen. Hier haben wir auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Ach, die Signals bitte ja zu Bryson haben wir jetzt schon auch angefangen. Gut. Ich war mir nicht mehr sicher. So. Der Zug kommt hier gerade ums Eck, der andere kommt dahin. Das ist gut. Jetzt müssen wir mal rausfinden, welcher von diesen Kohlewaggons dahin gehört. Der nicht, der. Gut. Die stellen wir auf Manual. Wenn der Zug hier vorbei ist, können wir mit der Lok, denke ich, den Waggon da rausholen. Dann können wir mit der anderen Lok. Ob die Lok damit hinpasst und wir die andere Lok hier vorbeischieben können, das wäre natürlich ideal. Dann können wir nämlich die andere Lok hier dran stecken und dann kann die eigentlich die Waggons zurück nach Whittier schieben. Sollte, glaube ich, auch eine Möglichkeit sein. Du kannst mal komplett abbremsen. Oder wir fahren jetzt einfach mit dieser Lok. Einfach mal ein ganzes Stück nach vorne. Stell die hier vorne quasi mal in Ruhe ab.
da die Socken? Ich hab doch... Nee. Hat sich nur so angehört, als wenn die Bremsluftleitung offen wäre. Dann tauschen wir mal fix. Und wenn das passiert ist, können wir den anderen Zug, wie gesagt, zurück nach Vidya schicken. Ich denke mal, wir brauchen wahrscheinlich ein Stückchen, deswegen... vielleicht wäre es einfach einfacher, wenn wir... Das ist das äußerste Gleis, dem einkommenden Zug ein Gleis zuweisen. Da kommt nämlich noch ein Zug. Mal nach hinten fahren lassen. Und ja, Ostern, okay. Sorry, bin gerade dabei, eine Bestellung zu klären. Hoffe, Essen gestern war gut. Ja, ich kann mich nicht beschweren. Alles war gut. Essen hat gestern gemundet. Ich lasse dich jetzt mal ganz kurz ein bisschen abbremsen, bevor du sonst wo gegen knallst. Ja, war da noch ein gemütlicher Abend. Und dann war quasi auch der Tag komplett vorbei. Und kein Problem mit der Bestellung. Mach in Ruhe. Genieße den Lurk. Tu, was auch immer du tun musst. Ich bin hier nur zur Unterhaltung. So, diese Lok darf jetzt irgendwo nach hinten fahren. Wie war das? Der zweite Kotwagen muss dahin. Hier machen wir mal kurz die Bremse rein. Die Weiche stellen wir auch wieder. Ja. Was ich natürlich hätte machen können, wäre einfach mal diesen Wagen rausholen. So. Jetzt mache ich das mit dem ganzen Gewicht hin, oder? Ja, egal. So, während du da langsam lang rollst, kann ich schon mal den nächsten Schritt planen, nämlich hier hinten nochmal eine VUC reinwerfen. Beziehungsweise so. Diese Weiche stellen. Nämlich jetzt diesen Waggon hier und werden den Waggon hier rein buxieren. Danach müssen wir den restlichen Zug da hinten wieder abholen. Sobald das passiert ist, können wir den Zug weiter schieben. Ah, nee, ich brauche mehr Anlauf. Wo brauche ich den?
So, einmal Geschwindigkeit draufkriegen, Bremse, Weiche drücken, dann die Bremse drücken. Warten, bis dieser Waggon dahin gerollt ist, wo er hingehört. Warten, bis er da ist, wo er hingehört. Und langsam wieder zurückfahren. Er ist mittlerweile da, wo er hingehört. Dann hauen wir mal die Handbremse rein. Es war sogar in der Zeit. Dann holen wir jetzt mal den restlichen Zugteil ab und fahren mit dem nach vorne. Ah, die Pacific ist mittlerweile da angekommen, wo sie hingehört. Oder hin soll. Wobei, ich kann die Pacific theoretisch auch einmal komplett mit nach vorne fahren lassen. Das hilft mir vielleicht gleich. Ja, ich glaube, das mache ich dann auch. Alles passend, perfekt. Nur die Handbremse, die ich hier reingezimmert habe, die passt nicht.